Schönen Nachmittag und hallo zum nächsten Talk. Ich habe die große Freude, einen guten Freund von mir, den Robert Glashüttner aus Wien, ankündigen zu dürfen, der jetzt derzeit gerade Sabbatical quasi macht in Berlin. Und Robert Glashüttner ist einer der ganz Großen, was Videospielrecherche und Computerspielgeschichte betrifft und diese ganzen Sachen, ist da Researcher und auch journalistisch tätig zum Thema. Und er hat sich für uns was Schönes ausgesucht heute, nämlich das Thema Videospiel-Comedy. Und ich lasse mich überraschen. Danke vielmals, Robert Glashüttner. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das Mikro jetzt schon an ist. Ja. Ist das an? Okay, weil das merkt man irgendwie das also nicht. Ja, das ist ja die Herausforderung, dass ich jetzt ohne Krawatte deinen Respekt mir zuziehen werde. Es wird jetzt ein bisschen leichter, weil ja irgendwie der Tag sich dem Ende zuneigt, langsam zumindest. Videospiel-Comedy ist das Thema. Und Videospiele, warum? Videospiele passt zu der Konferenz vielleicht nur peripher, würde ich mal meinen. Ganz kurz zu mir, ich bin, wie Johannes schon erwähnt hat, Journalist, hauptsächlich im Bereich Games-Kultur. Das ist irgendwie mein großes Steckenpferd und meine große Leidenschaft. Natürlich, man beginnt zuerst mal als Gamer. Ich habe als Vierjähriger begonnen, diese alten Handhelds zu spielen und später Konsolen und dann PC und Gameboy und so weiter. Das heißt, das Gamertum war natürlich der Einstieg, logischerweise, weil jeder Games-Journalist oder der sich mit Games beschäftigt, ist mehr oder weniger passionierter Spieler. Bin dann Journalist geworden vor mittlerweile 7 Jahren bei FM4, das ist ein österreichischer großartiger Jugendkultursender, und habe dann währenddessen bzw. parallel dazu mein Kommunikationswissenschaftsstudium begonnen und abgeschlossen und da auch irgendwie meine ganze Games-Expertise und mein Games-Interesse eingebaut. So viel zu mir. Und das Fragezeichen ist jetzt keins mehr, denn die Frage kommt irgendwie oft auf, warum immer Spiele und jetzt schon seit 25 Jahren Spiele und so. Die Tatsache ist die, dass jeden Tag neue Dinge passieren, die Themen irgendwie mir nie ausgehen. Also je mehr Zugänge und Aspekte und alle möglichen Dinge über Spiele beforscht werden, desto mehr fällt einem ein irgendwie. Und täglich wird man aufs Neue überrascht, und es gibt auch überall hin Schnittstellen. Also man kann wirklich, wenn man sich mit Gameskultur befasst und nicht Scheuklappendenken hat, überall her was herauspicken und Beziehungen zu Popkultur, zu Kultur allgemein, zu Kunst und so weiter finden und herstellen. Es geht um Games, aber jetzt nicht konkret um die Spiele oder um die Analyse der Spiele, sondern um die Reflexion von Games über Comedy. Warum überhaupt Spiele? Spiele sind auch deswegen entstanden, weil irgendwie die Menschen in den 50er und 60er Jahren vor den riesigen Mainframes plötzlich Spiele entdeckt haben oder gemacht haben und dadurch plötzlich irgendwie der Weg aus diesem tristen IT- und Computerexperten-Alltag herausgefunden wurde. Das heißt, natürlich zugespitzt, jetzt gibt es Games-Magazine, die Industrie ist riesig groß, wir wissen es alle. Und Gamer sollten eigentlich so etwas wie Hedonismus-Experten sein, zwar auf einem Nerd-Level irgendwie, aber doch, man beschäftigt sich dauernd damit, macht es mir Spaß, macht es mir nicht Spaß, wann könnte es mir Spaß machen, was ist Spaß überhaupt und so weiter. Deswegen irgendwie durch die Comedy auch ein bisschen daraus ausbrechen können und die Frage stellen, kann ich irgendwie daran wachsen, wenn ich über mein eigenes Spielen irgendwie Witze mache. Games Comedy hat begonnen natürlich nicht als Video, sondern als Comic Strip. Ist ja immer noch sehr populär. Control-Alt-Delete und ähnliche Comics, Penny Arcade, gab es zuerst in Magazinen. Und Games Magazine ist ja auch sehr interessant. Das waren eigentlich die ersten Communities von Spielerkultur, weil in den 80er Jahren war das Netz noch wenig ausgeprägt. Man wusste nicht, okay, man kannte die Menschen, die drei Nerds aus der Klasse oder aus der Schule, die auch irgendwie gespielt haben. Aber durch das Games Magazin war tatsächlich so ein erster Schritt hin zur großen Welt da, von wegen, es bin nicht nur ich und ein paar Freunde oder Kollegen oder Bekannte, die ich kenne, die gerne spielen, sondern es ist was Größeres. Die Pioniere im Westen, im japanischen und asiatischen Raum, ist es sehr schwierig zu recherchieren, noch, leider Gottes.
Was Games Comedy, also was diese Comic Strips betrifft, sind Deutschland und England, Mitte der 1980er. Und da sieht man auch schon schön, das waren zwei der ersten Games Magazin Redaktionen und die sehen ja jetzt gar nicht so unlustig aus. Rechts oben, das sind die Herrschaften von CSAP64, das war ein britisches C64 Games Magazin von Mitte der 80er bis Anfang der 90er Jahre. Die Herrschaften unten, übrigens oben rechts, eine Frau in einer Games-Redaktion, 1985, finde ich bemerkenswert. Unten dann die Kollegen aus Deutschland, Happy Computer und Powerplay. Wer von euch kennt Heinrich Lehnhardt und Boris Schneider? Okay, jetzt auch so 10, 12 Leute. Also hier der zweite von rechts, Heinrich Lehnhardt, und der in der Mitte Boris Schneider, einer der deutschen Games Journalismus-Legenden, kann man fast schon sagen, jetzt bei Microsoft und Xbox seit vielen Jahren schon tätig. Genau, und die haben das irgendwie, also die Briten waren die Vorbilder für die Deutschen. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Comic-Ausschnitt von dem CSAP-Magazin. Noch ein bisschen bemüht noch vielleicht, also das ist irgendwie die Rekrutierungssituation für Videospieltester. Und man muss ein Freak sein, um offenbar dazuzukommen. Das ist jetzt die deutsche Variante, der Starkiller von dem vorher genannten Boris Schneider, erfunden und von Rolf Boyke gezeichnet, ist erschienen in den frühen Powerplay-Magazinen und Happy Computer-Heften, Mitte, Ende der 80er Jahre. Und da sieht man die Anspielung natürlich auch schon, der Joystick in ein schwarzes Loch und so weiter, Joystick des Verderbens. Und das wäre jetzt der Sprung in die Gegenwart, Penny Arcade. Und also das ist das, glaube ich, populärste Games-Comic momentan, wo es auch schon Spiele zum Comic gibt, das ist auch ganz interessant. Also ein Comic, das quasi über Games reflektiert, durch das Comic und dann quasi durch die Reflexion dann wieder zum Spiel wird. Also das finde ich auch nicht uninteressant. Wir kommen jetzt bald zu den ersten Beispielen, beziehungsweise jetzt kommt der große Sprung, also diese Comic-Strips liefen, also die gibt es ja immer noch im Games-Magazin. Es gibt immer so eine Comedy-Seite, meist am Schluss, immer so die lustige Seite. Manchmal mehr, manchmal weniger lustig. Und 1994 war dann ein ganz, ganz wichtiges Jahr, weil ein neues Medium geboren wurde, nämlich die CD-ROM. Und durch die CD-ROM war es natürlich auch möglich, nicht nur erstmals vor die Kamera zu treten, was auch seltsame Versuche waren, wenn irgendwie die schüchternen 21-jährigen Gamer so cool vor der Kamera posieren müssen. Aber auch Comedy eben. Und die Multimedia-Lesebriefe waren das Comedy-Element von der PC Player, wieder gegründet von diesem Boris Schneider, den man hier sieht mit diesem Bluescreen hier. Grundlegend kann man sagen, das diente eigentlich anfangs irgendwie dazu, den Menschen zu zeigen, was man eigentlich tut in dieser Redaktion. Was ist ein Videospieltester, ein Computerspieltester eigentlich, was macht der? Und natürlich gleichzeitig auch so ein Outlet, wo man nach 80 Stunden Arbeit und Abgabenterminen und Heftproduktionsstress auch irgendwie Blödsinn machen kann. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal diese lustigen Leserbriefe an. Das ist sehr alt und deswegen auch sehr verschwommen, also nicht wundern, wenn die Qualität jetzt furchtbar ist. Ich hoffe, man hört es jetzt dann auch. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unserer Multimedia-Leserbriefe. Auch heute beantworten wir wieder interessante Anfragen von CD-Player-Lesern. So zum Beispiel diesen Brief von Malte S. aus Norderstedt. Malte schreibt uns: CD-Player, das CD-ROM interessiert mich am meisten an eurem Heft, aber was ich schon immer mal wissen wollte, wie wird so ein Ding eigentlich hergestellt? Für Malte unser neues Lehrvideo, so entsteht ein CD-ROM. Film ab. Also das CD-ROM war natürlich das Thema damals, deswegen konnte auch die Comedy nicht dran vorbei. Yes, sir.
Also da geht es noch gar nicht eigentlich um die Spiele, sondern da geht es mehr eigentlich um die Redaktionstätigkeit. Da haben wir wieder was dazugelernt. Und weiterhelfen tun wir auch unserem Leser Ottmar R. aus Hamburg. Ottmar möchte nämlich wissen, welcher PC ist denn nun der schnellste? Nun, zur Beantwortung dieser Frage schalten wir um live ins DMV Hardware Testlabor. Meine Damen und Herren, ich melde mich hier live von der DMV Rennstrecke, wo ein Geschwindigkeitstest sofort stattfinden wird. Wer ist schneller, lautet die heutige Frage. Der DX4 oder sein Herausforderer, der Benzium? Ja, meine Damen und Herren, die beiden Testmodelle sind bereit und jeden Moment wird der Start des Geschwindigkeitstests erfolgen. Und das Rennen hat begonnen. Benzium war in Führung, aber jetzt die X4 geht in Führung. Benzium weit abgeschlagen. Letzter Versuch. Die X4 kann sich lossetzen in der entscheidenden Kurve. Noch einmal Benzium und die X4 gewinnt. Das war ja zum einen hochinteressant und zum anderen ein verblüffendes Ergebnis. Darüber schreiben Sie sonst nie in den Computerzeitschriften. Ja, und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie es hinter den Kulissen von diesen Zeitschriftenredaktionen aussieht, nun, werfen Sie doch einen Blick auf das neue Rekrutierungsvideo des DMV-Verlages zur Personalanwerbung. Arbeitstitel CD Player, intern. Und zur Mittagszeit, Herr Stangl, genießen Sie ein gesundes Menü in der luxuriösen DMV-Firmenkantine. Tja, und unsere konstruktive Schlussredakteurin wird schon dafür sorgen, dass Ihre Artikel unseren Anforderungen entsprechen. Ist es so jetzt recht? Nochmal! Und Herr Stangl, wir machen Sie natürlich mit modernen Kommunikationstechniken vertraut. Wir haben hier im Haus beispielsweise ein hochmodernes D-Mail-System. D-Mail? Ich kenne nur E-Mail. Ha! Wir haben D-Mail, Dogmail. Dieser wichtige Brief muss sofort zum Geschäftsführer. Terry, sei brav, bring ihm das Papierchen. Schneider, guck mal, noch eine Bewerbung, dieses Passbild. Ablage S. Tja, Herr Stangl, und selbstverständlich bekommt jeder neue Mitarbeiter bei uns einen luxuriösen Firmenwagen. Heisa, das ist dir ein tolles Betriebsklima in der Redaktion CD Player. Muss bestimmt ein Traumjob sein. Leider können wir darauf nicht näher eingehen, denn wir nähern uns mit beängstigender Geschwindigkeit der Auslaufrille dieses CD-ROMs. Deswegen möchten wir uns von Ihnen verabschieden, hoffen, das hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht, freuen uns auf CD Player 4 und weil es so schön war, auch ein Werbespot. Also das, wie gesagt, ganz, ganz früh, das hat sich dann noch weitergezogen bis 2001 und wurde dann aber auch von anderen ähnlichen Dingen mit anderem Namen weitergeführt und gibt es, glaube ich, bis heute, dass Magazine mit starker Auflage, Printmagazine, diese Comedy auch einbauen müssen irgendwie, weil auch die Leser daran gewöhnt sind mittlerweile. Meinst du sowas wie die Redaktion? Genau, ja. Ich glaube, das ist von der GameStar die Redaktion, oder? Ja. Wieso? Du schaust so skeptisch. Nein, ich weiß es nicht genau, aber wenn ich mir halt irgendwie heutige Comedy angucke, die halt so bei so Magazinen sind, dann ist das wesentlich besser als das, was ja sicher irgendwie... Ja klar, ich meine... YouTube-Video ist. Na, das ist ganz klar, aber ich meine, 94, also natürlich, und die sind ja keine Comedians, die wollten halt einfach irgendwie... Also ich glaube, die Begeisterung über das CD-ROM und über den Speicherplatz und über die Möglichkeit, wir haben jetzt eine Filmkamera und machen jetzt was, das war einfach so unglaublich. Also dass der Inhalt dann, glaube ich, ist nicht dann so wichtig. Wobei, also ich finde, es ist jetzt gar nicht so schlecht angekommen. Dafür, dass es ist das eine Frage jetzt, oder was? Also unter anderem schon, also es gibt... Die Frage war, ob Games-Redakteure als Comedians zu bezeichnen sind. Finde ich in gewisser Weise schon. Es gibt einige Journalisten, also Games-Journalisten, die behaupten, dass man irgendwann einmal den Sprung schaffen musste zu dem Multimedialen. Also dass du quasi nicht nur ein Schreiber sein kannst mehr, wenn du bei der GameStar oder bei der PC Player bist, also bei auflagenstarken Magazinen.
weil das einfach zu wenig ist. Also das wird oft bezeichnet als Arroganz der alten Schreiber, die quasi mit der Community und mit den Leuten nichts zu tun haben wollen und auch nicht vor die Kamera wollen. Also das ist quasi was, was eigentlich in den Verlagen mittlerweile ein bisschen verpönt ist. Also die Frage ist nicht, ob sie das sein wollen, sondern sie müssen, mehr oder weniger. Zumindest die, die halt wirklich an vorderster Front stehen und als Tester mit Kopf und so im Vorkommen. Kurz bevor die nächsten Ausschnitte kommen, Funktionen bzw. was liefert Games Comedy für die Machenden und natürlich auch für die Rezipienten, Comedy allgemein und konkret natürlich Games Comedy. Man kann aus der üblichen Wahrnehmung des Mediums ausbrechen. Das heißt, ich bin nicht nur der spielt oder der ein Games-Magazin schreibt, einen Games-Test schreibt, einen Games-Test liest oder nachher überlegt, ach, ich habe jetzt da zu lange WoW gespielt, sondern es ist ein anderer Zugang und ich habe die Möglichkeit, irgendwie das anders kennenzulernen und mich irgendwie selbst anders zu reflektieren und einen Blick von außen einzunehmen. Und natürlich, es regt dazu an, andere Dinge, Kulturtechniken und Genres und Themen kennenzulernen, die dann irgendwie auch einfließen. Und natürlich, man merkt dann, was sind die eigentlich die kennzeichnenden Dinge von Gameskultur, die Gameskultur auszeichnen oder die wirklich daher kommen und die quasi eigenständig sind und originär sich entwickelt haben. Und natürlich, es stärkt die Community ganz klar. Wir machen jetzt einen großen Sprung ins Jahr 2004. Das ist das zweite Kernjahr neben 1994, 10 Jahre später 2004. Warum? Dazu komme ich dann später. Mega 64 aus den USA jetzt. Das ist schon natürlich jetzt die, also 2004 ist noch kurz vor YouTube, aber schon die Web-Videozeit eindeutig. Und Mega 64 ist eigentlich sowas wie ein Jackass für die Games-Kultur. Also sehr Holzhammer-mäßig. Irgendwie, das sind diese drei Typen, die man hier sieht und alle ein bisschen so posemäßig unterwegs. Und der Hauptgag bei Mega 64 ist, dass sie im echten Leben Gameplay-Elemente nachstellen. Also ich werde dann das Tetris-Video zeigen, das ist eines der Stärken. Und das Super Mario-Video, da wird man sehen, was damit gemeint ist. Und diese Herrschaften haben auch ganz gute Kontakte zur Industrie. Das wird sich auch gleich zeigen, warum das so ist. Ich zeige jetzt zwei Videos von Mega 64. Das erste eben das Tetris-Video, wo man auch sieht, wie diese Nachstellung genau passiert. Wer kennt Shigeru Miyamoto nicht, den Erfinder von Super Mario? Kennen alle? Du nicht? Okay. Jetzt hast du es ja gesagt. Jetzt habe ich es ja gesagt. Also, der Erfinder von Super Mario ist ein japanischer Designer. Genau, aber also wenn das jeder kennt, das ist perfekt. Jetzt eben das zweite Video, was irgendwie auch die Connections zur Industrie ganz gut illustriert. Von Mega 64. Also das ist er jetzt, Miyamoto. Mega 64 machen ziemlich viel, sind sehr aktiv und haben, glaube ich, auch DVDs veröffentlicht. Also ich
kann mir vorstellen, dass die zumindest teilweise davon leben können schon. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Es war eine ganz besondere Frage. I have to switch in English now for a few minutes at least. Because Jonathan is here and Jonathan was the game Jew until... When was the official date that you decided it's over now? It was an official date. Okay. It was like floating and then... Yeah, it was just kind of like... Okay. The game show is kind of a mixture of like an homage, journalism and comedy elements all mixed together, for me at least. I don't know if you would agree with that. And I think let's just watch a few, watch one of the best videos of him. He did reviews for Wii games, for re-released Wii games, old games that like were produced in the 80s. And Nintendo re-releases everything all the time, as you probably know. And he did some for, I think a year or so. Yeah, about. You did the reviews for the new games that came out for the Wii. And it's like he did three reviews within one episode. And it looks like this. Everybody's learning how to come and cruise in USA. Cruising USA. What can I say? You're a racing game. You're as ugly as hay. You're dropping a bunch of frames. I played you back in the day. Maybe in the arcade. You took my quarter away. Got nostalgia for it, I suggest you just ignore it. 1,000 points isn't worth it at all. Cruising USA, you're as ugly as hay. You're as ugly as sin. And look what trouble you're in. You went cruising again. And you got this woman pregnant. What'd you do that for? Your hair, or is that some kind of crazy hat? This game is Adventure Island. Adventure Island is this game, I should say that. But Master Higgins wore a helmet on his head. Oh, Wonder Boy, a lot of people love you, 'cause there wasn't a whole lot else going on. Master System, I enjoy what you got to offer, but there's a lot of other games I'd rather play before I want to play you. If you want to know more, type the words Game Jew Adventure Island into Google. The first link that comes up is to Destructoid, and you can view my singing review of Adventure Island there. Games are pretty much identical. I talk a little bit more about what I think of the game. I guess I really don't feel like repeating it here, so anyway, thanks for your time. I really hope you enjoyed this singing review, and I'll see you next time. Jonathan, aka the Game Jew. Da ba ba da. Ba 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 ba
still correct, actually, the destructoid. It's just the first link on Google. Yeah, yeah, I tried it today. And the interesting thing is that it's the gameplay video, and it gets this whole new approach within this very good songs of him. And also what's interesting is that I think I who else made like folk songs about video games before? I think still nobody. There's one guy with the Mario Kart song. There's that guy, and there's a girl now who does singing video game reviews, and they're kind of indie rock. Indie, okay. About which game, for example? She did one about Flower, the new game for the PS3. She did one about Okami. Mm-hmm. They're good. They're good songs. Okay. I forget her name. Okay. Wir könnten es kurz googeln, aber das können wir nachher machen. This is Jonathan's. This is your main site at the moment, Rock Cookie Bottom. Das war jetzt quasi ein Fanprojekt, mehr oder weniger, The Game Show. Game Over aus dem Jahr 2004 ist was Offizielles. Ist ein Versuch eines Fernsehsenders, eines amerikanischen, der jetzt mir nicht geläufig war, ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich, eine Game Show zu machen, die irgendwie mehrere Ebenen hat. Also es geht irgendwie darum, dass die Grundfrage im Raum steht, was passiert, wenn das Spiel vorbei ist. Also es ist ein bisschen so wie dieses, wie heißt das, Nachts im Museum oder so, also wenn jetzt die Spielfiguren erwachen und so. Also das ist irgendwie ähnlich. Also da das sind quasi die Gamefiguren sind aus dem Spiel draußen und haben jetzt ein eigenes Bewusstsein. Und da gibt es dann diese Familie, so die Familie Smash and Burn, auch ganz lustig, ne? Und die sind dann quasi so wie in einer Soap, so eine Familie, und sind aber in diesem Ausgebrochensein aus dem Game und dann quasi normal sein, gehen sie dann aber wieder Gamer-Jobs nach. Also man wird dann nachher sehen, wie in dieser einen Szene, da ist irgendwie so am Frühstücks- oder Mittagstisch, und der Vater fragt dann so, ja, welcher Game-Character willst du werden? Willst du eben so ein Doom-Soldier werden oder auch so ein cooler Race-Driver wie ich und so? Also das schwappt wieder zurück quasi. Also dieser Dimensionswechsel finde ich sich jetzt ist vielleicht ein bisschen krude gedacht, aber ich finde das ganz interessant. Aber leider, es gibt, glaube ich, nur 6 Folgen, also eine halbe Staffel oder so davon. Hat gute Kritiken bekommen, wurde dann aber wieder eingestellt aufgrund schlechter Quoten. Ich möchte euch jetzt irgendwie die ersten 4 Minuten von der allerersten Folge zeigen, wo man eben auch sieht, wie irgendwie, ja, wie diese lustige Familie hier Gameskultur prägt. Did you ever wonder what happens after the game ends? Shoot, this is too late for dinner. Welcome to the other side. Geht so? Immer noch zu werden, ja. Okay. Wie geht das? Geh mal auf die Einstellung. Also ich glaube, irgendwo unter dem ist alles was. Da, ja. An der Audio und erweitert. Also man kann hier irgendwie erweiterte Einstellungen. Einstellungen alle? Erweitert. Nee, bei Audio. Da muss das irgendwo sein. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber das. Ausgabe-Device, nein. Vielleicht hier? Also Standardlautstärke. Höher? Weiß ich nicht. Also wenn es höher geht. Ich dachte, das wäre eigentlich ein Häkchen. Kann auch sein, dass es eine andere Version ist. Ja, machen wir einfach weiter. Machen wir weiter. Kann man das Licht eigentlich abdrehen, während du hier bist? Welcome, Racefans. It's a beautiful day here down at the Raceway. Also
Ich glaube ja, dass jetzt der Typ, der im Auto sitzt, gespielt wird. Also das ist glaube ich die Idee dahinter. Also jetzt ist er unfrei, glaube ich. Oh yeah, it's just nice to be out of the house. Grim! Sam? I wanted to talk to you about this side hedge. City code says 6 feet. You know, it's obstructing my visibility when I'm backing the wagon out. And it's making us a lot more vulnerable to sneak attacks. That's kind of freaking out Dark Princess. Hey, Rip! Hey, Dark Princess! How are you? Exhausted! The baby was up all night! I'll have Billy trim the hedge. Shishi and me. Sorry, Rip! Honey, the kung fu monks are fighting again. I know, babe. Mm-hmm. Yo, what are you up to, Daddy? Why does our son sound like that? Billy, honey, when you speak, it confuses your father. Raquel, didn't we talk about leaving laser cannons around the house? Didn't you say you were gonna fix the oven so I could defrost the turkey? Can we eat, or do you want me to be anorexic like those anime basket cases? Fine. What's he doing now? Billy's friends page him with up-to-the-minute fashion trends. Well, it just looks like he's taking his pants off to me. Yo. I can see his Johnson! Billy, Daddy can see your Johnson. Ha! What's with him? Why has he been acting so weird recently? It's a confusing time. He doesn't know whether to hang out with the jocks, the nerds, or the evil monkeys from Donkey Kong. Talk with him, Rip. So, Billy, how's the game assignment process going? Still want to be a race car driver like your old man? Get real. I either want to be a doom soldier or one of those guys in the medieval district who eat squab all day. You know, Billy, your father rides daily in the Grand Prix. A lot of people find that pretty glamorous. Dad, when's the last time you did a full lap without blowing up? October! Hello, Dr. Zed. Right. I understand. Rip, you don't mind taking the kids to the mall yourself, do you? That was my boss. We've got a lead on the Emerald Monkey. Well, can't that wait till right before we make love, like it usually does? Inside, I'm vomiting. Hey, that's what I should call my autobiography. Oh, by the way, they need back to school clothes. Hi, where did the summer go? Mom, I told you, I can't go with Dad. Honey, now that I'm back at work full time, we all have to be a little more flexible. I need you at the mall! I'll be back by 10. I love you! Ja, so geht das dann halt weiter. Aber wie gesagt, hat sich nicht durchgesetzt. Es ist auch ein bisschen durchwachsen, finde ich. Also es hat schon ganz gute Momente, aber irgendwie dann langfristig. Das Jahr 2004, von dem ich vorher gesprochen habe, ist nach dem Jahr 1994 für die Games Comedy wichtig, weil Games-Kultur wurde zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen zumindest reflektiert über Bücher, über irgendwelche wissenschaftlichen Papers, natürlich über den Journalismus und über die Gamer-Generationen, die jetzt auch schon eigentlich in der dritten, kommt drauf an, wann man zu rechnen beginnt. Also irgendwie, für mich ist die erste Generation der Gamer die, die 1970 geboren sind. Was natürlich nicht ganz stimmt, weil davor Steve Russell und so weiter, aber egal, das wird jetzt zu weit führen. Video im Web ist etabliert, die Bandbreiten werden immer höher. Camcorder werden billiger und YouTube steht vor der Tür, Februar 2005. Und deswegen gibt es auch ganz viele Games-Comedy-Shows und Projekte, die 2004 einen Ursprung haben. Wie zum Beispiel Pure Ownage. Wer kennt sich mit Pro-Gamer-Kultur aus, falls es sowas gibt irgendwie? Also wer hat schon länger als 2 oder 3 Jahre CS oder StarCraft gespielt von euch so? Ein Kollege. Was? StarCraft. Ja, okay.
so in Clan und so, oder Flame Wars. Also, okay. Also das ist eine Gamescom, die sich speziell auf die Typologisierung des Pro-Gamers festlegt. Pro-Gamer, jemand, der von sich selbst, also natürlich dieses kompetitive Element, ich bin cooler, ich bin besser als du, ist natürlich in Games, in der Games-Kultur an sich ein grundlegendes Element. Und beim Pro-Gamer ist es natürlich noch viel stärker vertreten. Was ist ein Pro-Gamer? Jemand, der halt mehr als 3 bis 4 Stunden ein bestimmtes Spiel zockt, in Clans zockt und davon träumt, vielleicht auch mal Geld oder Preise zu gewinnen. Manchen gelingt das auch, den wenigsten natürlich. Gibt es eine ganz eigene Sprache mit Noob und so weiter? Das werdet ihr ohnehin kennen. Und die Grundfrage, der Pionic nachgeht, ist, was passiert, wenn jetzt so ein Pro-Gamer, der natürlich überhöht wird in dieser Comedy-Show, auf die echte Welt trifft und wie interagiert er mit der? Konkret ist es so, dass der Hauptcharakter Jeremy mit der Welt nur über seine eigene Pro-Gamer-Kultur kommunizieren kann. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Jeremy zum Bankomaten geht, zum Geldautomaten, kann er nicht so einfach normal was eintippen, sondern er muss immer so Keyboard-Training machen, auch wenn er gar nicht spielt. Die Figuren sind sehr stark ausgeprägt, es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Eine Folge hat, glaube ich, so fast 30 Minuten Länge. Das Pacing ist auch sehr gut, es sind wirklich kleine Filme, die da gedreht werden. Ist mittlerweile in der 2. oder 3. Staffel schon. Hat eine ganz große Fangemeinde und ist ursprünglich aus Kanada und die haben in Kanada auch immer so eigene, die mieten dann so ein Kino und haben dann so Premieres dort und da kommen unfassbar viele Menschen dorthin. Und wir schauen uns jetzt den Anfang von 1. Staffel Folge 3 an, wo dieser Charakter, das ist FPS Doug, eingeführt wird, der ebenso wieder wie dieser Jeremy nur interagieren kann mit der Welt, indem er, also das ist ein First-Person-Shooter-Spieler, ne? Immer so. Und der andere ist ein Echtzeitstrategie-Spielspieler. Und das Lustige ist, sie sind ja beide quasi marginalisiert in ihrer Gamer-Welt, sind aber quasi noch marginalisierter, weil sie selbst untereinander nicht mehr sprechen können, weil der eine nur First-Person-Shooter spielt, der andere nur Strategiespiele spielt. Das heißt, die kommen erst recht wieder nicht zueinander. Man wird das dann in der Szene auch recht schön sehen. Und natürlich, jeder sagt zum anderen, er ist ein Noob, weil einer natürlich nicht dumm spielen kann, der andere nicht Command & Conquer spielen kann. Ich zeige euch jetzt einmal das Intro von der Folge und dann später eben diese Szene. Ich muss dann kurz vorspulen zwischendurch mal. So like, I guess like, when we look at like on the internet, we see like lots of people from way in like Europe like the show, and they're watching it, you know, and like a lot of them, they probably don't even like speak English, like, you know, and like all the like Germanic people and stuff, and like people from Holland and stuff, they still watch it because they know what like a good show is, because they're probably, you know, at least smart enough to know what a good show is. Man muss ganz kurz dazu sagen, der Plot in dem Film ist, dass sein Bruder, das ist jetzt aber alles in Character, ein Filmemacher ist, der filmt für seine Filmschule ein Porträt über ihn. Aber das sind quasi auch die Charaktere. Und er spricht dann auch immer wieder mit dem Bruder, der natürlich ein Filmmensch ist und kein Gamer und deswegen von ihm auch immer entsprechend heruntergemacht wird. Man wird dann eh sehen, warum. Not like Kyle. Kyle like watches like these movies all the time. He's like driving taxis and stuff and like raging cows and he's always like Scorsese and stuff. And he's like, sit down and watch with me, Jeremy. Because this movie's like so good about driving taxis, it's gotta be better than playing your games. And I just laugh at him, you know, like, I like good movies, you know, that are smart. Like Jane, Silent Bob, Strike Back, that's like my favorite. That's like a real good movie. Especially the part like near the end when he like goes to the noobs' houses and they like totally own them. That's like pretty cool. So like me and Kyle know these guys we're gonna go see. They're from like Europe or whatever. I don't speak like Germanic or like Hollandaise, I guess. And so we're gonna get these guys to maybe translate a message for me to their people. This is my friend Mirko, who like speaks like Germanic, and so he like
works with like lasers and stuff. Lots of games like use lasers to like blow stuff up. And that's real cool because you see lots of lasers in good video games that aren't like about orcs and stuff. And like he tells me, you know, he's building like laser guns that are gonna totally blow up the earth and stuff. And he says I'll totally get to use them because I got like the micro and they're gonna need people with micro to control them. And so like that's pretty cool, I think, you know. So, hello German noobs. Hello deutsche noobs. I like own all you noobs. All your noobs gehört mir. And like I found that typically German people are like totally suck at like most games. Ich denke, das ist ein Arschloch. Like that's all I want to say to you noobs. So like hello Hollandish noobs. Hello Nederlandse noobs. I like own like all of you like hard. Ik versla jullie allemaal met de meest grote gemakzucht. And like, no, I hope like the weather is like good in Holland. And I hope dat het weer ook goed is in Nederland. I am the ownage, bitches. Pure ownage. Shut him down. So, das ist jetzt, ich habe kurz das übersprungen und jetzt kommt die Szene, wo er auf seinen alten Freund aus der Kindheit trifft, der aber eben abtrünnig geworden ist und der First-Person-Shooter spielt und sonst nichts mehr. Carl, is that Doug? You know, I've known Doug like for like a pretty long time, right? Like we were like little like noobs together, like, you know? Frag out! Doug, he's kind of weird that way. I don't know if like his brain like works too good. It's like I just like to play with people. I'm just come on, I can dance all day, I can dance all day. It's like try him, come on, try, boom headshot, boom headshot, boom headshot, dancing. You see me dancing? You see me dancing? You know, he's just like has lots of energy and always talking about like killing people and stuff. Boom headshot, like I can dance all day, coming down the side. And I think that's just a little weird, you know? So you want me to show this? Yeah, for sure. Just introduce yourself. Introduce Kate. What's up, I'm Doug! Fuck! When we were like younger and we were like kind of like little noobs together, you know, and we'd kind of just noob out, like playing with toys and stuff, right? And you know, then we got into like video games and stuff, like we play like Nintendo and then later like some Sega and stuff. And but you know, we got older and then eventually, you know, we bought some PCs, you know. Yeah, I guess you could say I own you FPS style, which is pretty much why me and Jeremy don't get along no more. One day I brought home Doom. And so Doug, yeah, I tried to get Doug into like RTS once. I played some like Red Alert 2 with him and I like you know, I killed him in like 30 seconds with like a Mirage tank, right? So I owned him at Doom and he was like fag and I'm like noob and then he just left. And he's like fag and I'm like gay and stuff. And then he doesn't like RTS like anymore. I think FPSs are like, they're kind of for like noobs, you know? It's for people like maybe you got like micro, like you're kind of fast, you know? But you can't think, like you're just kind of dumb. Personally, I think he's just afraid of the headshot! Hey man, I was thinking about you the other day. I was owning up these guys in Army Ops, there's like five guys on D, me on assault. Busting into suicide, it's like boom, headshot, there's a guy right there. Bust through there, there's a guy at the top of stairs, guess what, boom, headshot. Guys coming around the corner through the secondary valve, guess what happened, man? Like headshot? Oh yeah, headshot, man, headshot. Well, I'll tell you, like something's that's really cool, man. I was like, playing like Zero Hour, right? I was like playing Clan Wars, right? Yeah. And I'm all like, playing Carnage, he's like Laser USA, right? He's like, come in my base, he's got like all these laser tanks, right? He's like, because I'm like vanilla GLA, right? And I'm like, put a saboteur like in his power.
Ja, also sie kommen nicht zueinander, nicht mehr. Sind aber dann weiterhin befreundet und dieser FPS-Tag taucht doch immer wieder auf und dieses Boom-Headshot ist auch ein ziemlich großes Meme gewesen, zumindest früher. Wegen dieser Show? Wegen dieser Show, ja, klar. Okay. Aber du kennst es, oder? Das Boom-Headshot. Ich kenne die Show nicht, aber ich kenne das. Ja, also das ist der Ursprung von Boom-Headshot. Gibt es auch T-Shirts und alles Mögliche. So, wir haben jetzt nur noch 10 Minuten, deswegen muss ich ein bisschen anzahnen, wie man in Wien sagt. Das möchte ich euch trotzdem noch ganz kurz zeigen. Consolvania ist aus Schottland interessanterweise und war auch im dortigen Fernsehen, und zwar in der BBC. Finde ich ganz toll, dass die das durchgebracht haben. Sind zwei Comedians, die eigentlich nicht typische Gamer in dem Sinn sind, dass sie quasi sich nur auf dieses Thema spezialisieren, zumindest einer der beiden. Und es ist auch sehr, sehr stark vernetzt in andere kulturelle Artefakte hin, hat einen hohen Anspruch, nimmt die Zielgruppe sehr ernst, also auch in dem, was sie machen. Man muss sich die Dinge oft mehrmals anschauen, dass man sie wirklich versteht. Ist teilweise sehr brachial, aber teilweise wieder sehr, sehr klug. Ich möchte euch jetzt zeigen eine Parodie von New Games Journalism. Das ist kurz gesagt Journalisten, die Games nicht als Produkte sehen, sondern über Games so schreiben im Sinne von, was spüre ich beim Spielen? Also ein bisschen so ein versponnener Zugang. Und wie man das überhöhen kann, diesen versponnenen Zugang, zeigt Kevin Ledins. Das ist eine fiktive Figur, die zu so einer philosophischen Talkrunde über Computerspiele aufruft. Hello and welcome to the Eternal Pixel. My name's Kevin Ledins, new school journalist, yeah? And I'm joined tonight by Guardian columnist Margaret Rutherford and a wonderful feminist writer Douglas Trench. Das zittert ein wenig komisch, oder? Wer weiß, warum es zittern könnte? Hello and welcome to the Eternal Pixel. My name's Kevin Ledins, new school journalist, yeah? Das macht so wenig Sinn, oder? Egal. Ja? Okay. Ja, aber ich habe ohnehin wenig. Egal. And I'm joined tonight by Guardian columnist Margaret Rutherford and a wonderful feminist writer, Douglas Trench. Tonight we're going to be looking at Xbox Live Vision. A foot forward, future for late and new peripheral from Microsoft. Some might call it a camera. I call it a window, yeah? A window upon a technologensia. Margaret, come at you first with the obvious question. Is this the kind of thing that Barbara Hammer would have used in a lesbian propaganda? I have no idea what you're talking about. We're talking about the camera, yeah? I am a camera, yeah? What? But you know what I mean? I think the camera's great. I mean, you can see the people that you're playing the game with while you're playing it. I think that's amazing. However, I do have some reservations about the female gamers because they're not as anonymous as they were. That's actually a good point, that one of anonymity. Anonymity? Yeah, anonymity. Now, look, the gamer is a private person. Right? And I'm talking about the worker gamer here, not the queen gamer, not the scribe or the poet gamer lot myself. I'm talking about the gaming sponges, the ones who I speak to and they suck it in and they repeat it. I think they want to retain their anonymity, yeah? I mean, am I speaking above you a little bit here? Because I can bring it down a notch or two if... It's anonymous. I disagree with you. I think this thing is the absolute antithesis of anonymity. Anyway, I think it's good. Douglas, no offence, right? But all you ever say is, it's good. This is the British BC. This is the Eternal Pixel. It's just a body webcam. Oh, you have got so much to learn, yeah? You've both got so much to learn, if you don't mind me saying so, yeah? And I could teach you an SJ, yeah? Let's take a look now at a little excerpt from Xbox Live Vision User's Manual, read by yours truly in a lift. Guided. Also das ist ganz, ganz großartig. Es gibt dann auch zwei Videos, wo Kevin Ledins, also wo das nicht irgendwie diese Gesprächsrunde ist, sondern wo quasi porträtiert wird, wie sein Leben als New School Journalist abläuft. Ist auch eine große Empfehlung. Einfach auf YouTube, Consolvania und Kevin Ledins. Doppelte. Ganz kurz, Zero Punctuation, wer das kennt, ist aus Australien, basiert darauf, dass ein Typ in ganz, ganz schneller Sprache, ohne
einzuatmen, also zumindest hört man es nicht, quasi Games-Tests macht und das so animiert. Ja, ich zeig's ganz kurz her, damit man sieht, wie das aussehen sollte. You say goodbye, I say hello. It seems that all the other game reviewers in the world have put me in an awkward position, bunch of cocky distro men as they are. Most, if not all of them, seem to have played a jewel-encrusted golden gift from the treasure vaults of Xerxes, but I played a game that I'd probably only have considered renting if it weren't for those suckers at The Escapist paying for all my games now. Part of the problem may be that I'd never actually played a Halo game until this one. Maybe you need all the backstory to get the experience all the other reviewers were apparently having, or maybe Microsoft was paying someone to stand behind them jamming needles full of dopamine into their spinal columns every half hour. All I knew going into the game was this. There's some guy called Master Chief who constantly wears a suit of armor that's probably in dire need of some odor eaters by this point, and this series is apparently so good that Xbox owners have been tossing each other off with glee in anticipation for this third installment. I picked up a few things on the way through the game, like how the Earth has been conquered by evil aliens, only some of the aliens are good by some arbitrary designation, and there are these other aliens who are basically just the headcrabs from Half-Life in disguise, and there are big rings in space that make things die somehow, and Master Chief has a friend who is basically the black guy from Predator. But I gave up following the plot around the time I was in a base being ordered around by a 12-year-old girl, and pretty much remained in the dark from then on, which is an ironic choice of words considering that the lighting engine constantly vomits brightly colored bloom into your face. If you ask me to summarize Halo 3 in one word, I'd tell you to stop being such a twat, but if pressed, I guess I'd go for schizophrenic. It can't seem to decide on a tone. At times it goes the horror route with the aforementioned headcrab malarkey, but at other times you've got enemy midgets running around sounding and acting like retarded Ewoks making finger quotes wacky dialogue. And it's hard to take things seriously when most of the guns look and sound like they were manufactured by Mattel. The difficulty is also rather inconsistent, which probably comes from the design team being large enough to found a small island nation. The difficulty curve wavers up and down like the knickers of an indecisive whore before plunging dramatically into a Sunday stroll down Easy Street for the last hour or so. There were sequences really near the beginning that kicked my ass until I was wearing my buttocks like a hat, while the closest thing to a final boss fight is basically you versus a wheelchair-bound cross-eyed hobbit and you're armed with the BFG 9000. One thing I did like was the vehicle sections and being able to choose whether you drive, man the turret, or just ride shotgun and wave to passing chicks while the friendly NPCs take all the other roles. It's great in theory. Unfortunately, it's let down by the NPCs all being pants-on-head retarded. On one occasion, it was my jeep versus an enemy tank, but the clueless pillock at the turret seemed more interested in shooting down nearby butterflies. Eventually, I got out and took the turret myself, ordering my passenger to take the driver's seat, whereupon he immediately drove us smack into a wall and sat there picking his nose while the enemy leisurely blew us to Narnia. As well as being blighted by the above issues, the single-player campaign is criminally short, maybe 8 to 10 hours, depending on difficulty setting and individual ham-handedness, but people have been telling me that the multiplayer excuses it. Unfortunately, I don't give a flying shit about multiplayer, and neither do a lot of people. The Escapist didn't pay $100 Australian for a game that's only half decent, especially not one at whose feet reviewers have been throwing perfect scores like bunches of roses to a bullfighter. A game that is supposed to be perfect wouldn't need anything to excuse it. Quod erat demonstrandum, said Yahtzee, like the big literary fag that he is. Before all the Microsoft fanboys come to my house and take it in turns to whittle through my letterbox, let me qualify my statements by saying that Halo 3 is by no means bad. What it is average, boilerplate, run-of-the-mill, a competent shooter, its only remarkable feature being the degree to which it's stuck up its own ass. Everything it does has been done before and better. It's definitely not as good as Bioshock. In fact, it's made me look back on those 15 hours of Objectivist folderol more charitably. So in other words, Halo 3 is what it took to finally make me lower my standards, and I hope it's proud of itself. But really, I don't know what I hope to achieve with all this. Halo 3 is already more popular than God, and nothing I can say is going to stop Microsoft making enough money to buy Switzerland and reinforce the notion that all gamers want is brightly coloured dross with the depth of a spoon. So if in the future we all find ourselves playing Captain Bland's monotonous adventure in what moments we can spare between toiling in the Microsoft Overmind's off-world mining complex, then I want you to know that I fucking called it. Gibt's auf escapistmagazine.com, falls das jemand nicht kennt oder sich ansehen will. Es ist, ich finde, durch diese Elemente, die der benutzt, kann er sehr schonungslos sein, das finde ich ganz gut. Okay, das müssen wir überspringen. Ich würde noch gern ein kurzes Video euch zeigen. Game Center CX ist auch ganz großartig, das geht sich leider nicht mehr aus. Das stört mich da jetzt, dass dieser Block hier ist. Games selbst können natürlich auch Comedy-Elemente in sich tragen, beziehungsweise sich über sich selbst lustig machen oder sich selbst thematisieren. Gibt es unzählige Beispiele dafür.
Man kann sich durch das Game Design ausdrücken, man kann ein anderes Spiel in einem Spiel persiflieren durch das Game Design über Figuren, die sich selbst als Videospielfiguren wahrnehmen oder natürlich über Dialoge, bestes Beispiel Monkey Island. Nur drei Beispiele, Banjo-Kazooie, Parodius oder The Simpsons. Abschließend jetzt ein Video, das, kennt das irgendjemand? Ha, einer, oder? Noch wer? Nein, zwei. The Last Eichhoff, das ist eigentlich eine Art, das ist aus der Demoszene eigentlich entwachsen. Ein Spiel, das zum Thema hat, eine schweizerische Brauerei, die von einem größeren Konzern aufgekauft wurde. Und das ist eine Persiflage auf das Shoot'em-up-Genre, also Space Invaders und Co., mit Bierflaschen und anderen bizarren Artefakten und Elementen aus der Popkultur, sowohl auditiv als auch dargestellt durch Objekte. Das schauen wir uns noch kurz an und dann ist es eh schon über der Zeit. You try my patience. Make your choice. Jetzt kommt noch ein Endgegner, ein Zwischengegner, der ganz gut ist. Jetzt musst du durchs Feuer gehen. Ja, und so geht das weiter. Kann man sich runterladen, ist für DOS, kann mit der DOS-Box spielen. Ein großer Spaß. Danke.